Merhaba. Happy Tuesday. Bugün Türkçe konuşmayı deniyorum. Ben Amerika'da bulunuyorum. 2 hafta tatil yapıyorum ve yakında okula gideceğim. Ama benim okulumda bir Türkçe dil kursu yok. Ne yapmalıyım? Tek bir çözüm var. Türkçeyi daha iyi öğrenebilmek için diğer Türkçeyi daha iyi öğrenebilmek için diğer fırsatları değerlendirmeliyim. Bir arkadaşım Türkçe konuşuyor ve bu semester onunla birlikte oturacağım. Bu bir tesadüf değil. Okulumda German House var ve biz orada birlikte oturacağız. Bende bu kitap var. Bu bir başlangıç. Und eigentlich wäre das mein erster Versuch. Weißt du, es gibt so viel. Ich wollte heute probieren, ein bisschen Türkisch zu reden, weil ich das euch versprochen habe. Und also, weil ich das versuchen muss. Weil, wie gesagt, es keinen türkischen Kurs an meiner Universität gibt. Also ich muss dann wirklich jede Gelegenheit benutzen. Also jede Gelegenheit zu üben und zu sprechen benutzen. Es tut mir leid, wenn jemand, der Türkisch als Muttersprache spricht, das gerade gehört hat und plötzlich krank geworden ist. Also tut mir leid. Hoffentlich bis Ende des Jahres. Nicht bis Ende 2014, sondern sagen wir bis Ende des Schuljahres. Also dann bis Mai wird mein Türkisch hoffentlich viel, viel stärker. Mal sehen, aber das ist... ja. Das ist das Ziel. Also. Schön euch zu sehen und bis nächste Woche. Allah hasmaluduk.